Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Long Dark. Ja, wir stehen wieder in unserer Hütte und wir haben dieses Mal haben wir keinen Hasen. Ja, wir haben nichts zu braten. Wir sind hier, wir sind ja wieder voll beladen. Aber wir müssen erst wieder eine Hasenfalle basteln, ne? Wir haben, unser Darm geht dahin, wie das klingt. Komm, wir nehmen schon mal mit. Und wir legen erstmal, wir könnten eigentlich diese, ja, wir machen das auch, wir legen die Hölzer zum Trocknen. Wir haben hier noch wieder von diesen grünen Birkenschößlingen, haben wir was gefunden. Die legen wir einfach hier zum Trocknen ab. Brauchen wir nicht oben vors Bett legen, ist eigentlich nicht so wichtig. Bisschen Holz, müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier so haben. Ach so, wir schleppen den Metallschrott, nehmen, schleppen wir auch mit uns rum. Den können wir ja eigentlich erstmal wieder in unsere Schublade tun. Ich weiß immer noch nicht, wie man jetzt Pfeile herstellen kann. Also diese hier die Pfeilspitzen. Irgendwie weiß ich nicht, muss man das sehr wahrscheinlich jetzt anders machen. Früher konnte man das einfach so. Wir machen uns mal eben eine Falle. Hier, das geht ja schnell. 5 Stunden. Ja, müde sind wir, aber das kriegen wir noch hin, eben. So. Dann haben wir das. Wetter wird schon wieder schlecht. Wir gucken jetzt nochmal. Wir haben Stoff, haben wir. Das ist gut. Hier, die machen wir mal auseinander. Zerlegen. Dann haben wir noch wieder. Achso, wir haben das Holz. Das können wir mal ablegen gleich. Damit wir damit nicht gleich nachher wieder losgehen, ne? Das wäre ja nicht so praktisch. Hier ablegen. Und wir haben auch noch dieses andere Holz. Haben wir auch noch ein bisschen. Das legen wir mal hier hin. Ja. Aber wir brauchen auch noch ein bisschen. Ablegen, ablegen, ablegen. Die Zünderbündel, die tun wir in unsere Schublade. Wir haben ja diese Stöckchen. Ach nee, falsch. Machen wir hier. Ach so, nee, da war das hier, genau. So, dahin. Brauchen wir auch nicht alle mitnehmen. Wir nehmen noch eine Packung Streichhölzer, nehmen wir mit. Die können wir immer gebrauchen, dass wir noch ein bisschen was haben. Das ist ja nicht so, ist ja nicht so schwer. Ach so, Essen. Klatsch, klatsch. Wie viel trinken haben wir noch? Ja, trinken müssen wir auch mitnehmen. Gleich essen wir mal diesen Riegel und hoffen, dass wir nicht krank werden. So, haben wir wieder was zu trinken dabei. Gucken mal nach oben. Na du, wie sieht's aus? Hier haben wir die so für den Bogen. Wie weit sind die denn? Ach so, da brauchen wir auch Darm für, ne? Naja, wir haben ja noch ein bisschen, was haben wir ja noch zum Trocknen da liegen. Das ist alles gut. Messer könnten wir noch mal schärfen. Das werden wir gleich noch mal machen. Messer, Axt, das alles, unser Gewehr sieht gut aus. Wie sehen wir hier aus? Das sieht alles auch gut aus. Ja, die Hose könnten wir nochmal reparieren. Ist aber jetzt nicht ganz dringend. Ja, obwohl wir könnten es ja machen. Wir haben noch Zeit, ne?
4 Stunden. Wir sind nur müde. Wir versuchen noch ein bisschen zu reparieren. Dann haben wir es gut. Stellen uns hier hin. Was anderes können wir jetzt groß sowieso noch nicht machen. Machen wir einmal hier unsere Unterwäsche. Stoff haben wir ja jetzt wieder ein bisschen dazu bekommen. Können wir das noch machen? Einmal. Nee, zerlegen wollen wir sie definitiv nicht. Das sieht gut aus. Was war das noch? Das ist 87. Ja, dann machen wir hier noch unsere Jacke. Weil wir haben ja im Moment noch, braucht 2 Stoff, 2 Stunden, machen wir. Jetzt sind wir gleich durstig. Ist aber auch nicht schlimm, wir haben ja dabei. Das sieht gut aus, das sieht jetzt alles super aus. Ja, die Handschuhe könnten wir nochmal reparieren und unsere Socken vielleicht irgendwann auch nochmal. Hunger und Durst oder erstmal trinken. Das geht immer. Haben wir Hunger? Bisschen weniger als eine Stunde Tageslicht. Wir essen diesen Riegel und hoffen, dass wir nicht krank werden. Lebensmittelvergiftung schon wieder. Wir haben doch hier diese Tee, ne? Wir nehmen mal so einen Tee. Wir haben doch diese... Was brauchen wir denn dafür? Schokoriegel. Das oder das? Welcher Tee ist das jetzt? Hagebutte? Oder der andere? Dann machen wir uns noch eben einen Tee. Trinken müssen wir sowieso. Immer. Wir machen das mal. Wir machen Feuer. Hier haben wir ja noch ein paar. Dann können wir die Tabletten dann später nehmen. Wir haben diese Dinger dabei. So, mach Feuer. Wenn wir unterwegs sind, dann können wir besser die Tabletten nehmen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Wäre ja schön. Dann schlafen wir gleich 10 Stunden. Müssen wir dann, glaube ich, schlafen, ne? Nun. Gestorben beim Feuer anmachen, weil es so lange gedauert hat. Ja, mach mal. Wir können ja von jedem einen machen und gucken dann, welches das Richtige war. Aber ich glaube, das sind die entweder diese Pilze oder eben halt die Hagebutten. Komm schon, genau. Uns geht's nicht gut. Wir wollen jetzt hier einen Tee uns kochen. Streng dich an. So, diesmal sieht's besser aus. Letzte Rest wirst du jetzt ja wohl noch schaffen, ne? Hier. So, komm, legen wir drauf. Und machen uns... Achso, das steht da jetzt nicht bei. Ja, wir machen mal von jedem einen und gucken dann, welchen wir brauchen. Einen von beiden. Hagebutte. Eins ist Schmerzmittel, eins ist gegen Lebensmittelvergiftung. So, komm. Machen wir das. Jetzt gucken wir mal eben. Lassen wir das mal so ein bisschen. Hä? Wo? Ach so, ja. Sehr wahrscheinlich hier, ne? Genau. Das ist Hagebuttentee. Hausmittel gegen Entzündungen und dieser Tee ist ein wirksames natürliches Schmerzmittel. Lackpulling-Tee und wirkt ähnlich wie ein Antibiotikum. Den müssen wir trinken, glaube ich. So, wie sieht's aus? Ach so. Okay. Hat er das jetzt so, Behandlung, das haben wir gemacht, glaube ich, ne? Jetzt schlafen.
Ach so, ja, wir könnten mal ein bisschen Licht gebrauchen hier, ne? Machen wir mal so. Licht an. Zack, gehen wir mal nach oben schlafen. So. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Wir schlafen mal 5 Stunden. Und dann gucken wir gleich mal. Mh, 31 Tage. So, wie sieht's aus? Bisschen essen. Also diese schlechten Schokoriegel sind nicht gut, ne? Aber hier haben wir jetzt nur noch diesen Tee, ne? Ja. Trinken. Und schlafen nochmal 5 Stunden. Und 6 Stunden. Stunden Tageslicht. So, ja, wir sind, glaube ich, wieder gesund. Keine Leiden. Also, diese Pilze sind für Lebensmittelvergiftung. Ich wollte hier mal die Laterne nehmen. Nicht anzünden, sondern mal gucken. Weil so viel Lampenöl haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Wie viel ist denn da drin hier? Ja, nicht mehr viel. Nein, warte. Wie viel haben wir hier? Ja, das passt da rein. Wir zerlegen diese hier. Aktion. Zerlegen. Dann haben wir noch ein bisschen Lampenöl. So, dann werden wir gleich noch mal ein bisschen was trinken. Unsere Falle aufstellen. Aktion auffüllen. Auffüllen. So, dann haben wir wieder ein bisschen mehr. Dass wir nicht irgendwann mal im Dunkeln hier stehen. Das wäre ja nicht so schön. So, haben wir das, haben wir das, haben wir das. Wir haben eine Lampe. Wir sind sonst jetzt schon wieder ein bisschen besser drauf. Hunger, Durst. Durstig. Trinken wir nochmal einen Schluck. Hier. Gucken jetzt nach unseren Fallen. Es wäre jetzt ziemlich gut, wenn wir in der Falle noch was fangen würden. Ansonsten haben wir bald, müssen wir wieder jagen gehen. Ich meine, naja, gut. Wir haben noch ein paar Schuss, haben wir noch, aber ich möchte da jetzt ganz gerne auch nicht alles verschießen. Komm. Na, das geht ja, ne? Bisschen windig. Wenigstens kein Schneesturm. Also zu den Fallen schaffen wir es auf jeden Fall. Ja. Und dann können wir bald mal gucken, wie weit wir mit unserem Pelzen sind, dass wir uns den Mantel noch machen können. Wäre ja schön. Jetzt gucken wir mal hier rüber, ob wir hier ohne Probleme zu unseren Fallen kommen können. Das wäre noch schöner. Es kommt schon wieder so viel Wind von vorne, ne? Aber es sieht gut aus. Schaffen wir. Klettern wollen wir auch noch. Also wäre gut, dass wir hier Essen bekommen. Dass wir nicht permanent hinter Essen herlaufen müssen, sondern dass wir noch ein bisschen erkunden können. Es ist schon wieder verdammt viel Wind von vorne. Oh, komm. Bitte lass es nicht schlecht werden. Oh. Und schon fängt es an zu schneien. Hey, Hirsch.
Und noch einer. Komm. Ich hätte gern einen Bogen. Dann könnte man es versuchen. Oh nein. Komm, schnell hinstellen. Nicht lange warten. Das Wetter wird schon wieder schlecht. Zack. Hier. Schlinge. Platzieren. Zack. 6% gefroren. 1,5 Kilo immerhin. Na, jetzt rennt uns hier ein Hirsch noch um. Oder wie? So, komm, zerlegen. Und was hat er denn hier? Und wo galoppiert er denn hin? Was hat er für Probleme? Sollen wir ihn erlösen? Oh, können wir den nicht treffen, oder was? Irgendwie hat der einen Bug. Also jetzt, das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Mal von ganz nahen so kommen. Ja, der war daneben, klar. Ah, oh, nee, das können wir nicht machen hier. Aber jetzt haben wir ihn auf jeden Fall aus seinem Bug befreit. Das ist ja schon mal schön. Was war das? Eigentlich blöd gemacht, aber wir haben ja die Pfeile noch. Aber ein galoppierender, in sich galoppierender Hirsch. Komische Dings. So. Ihr jetzt bitte nicht. Vielleicht war das der verwirrte, unser verwirrter Hirsch. Den hätten wir gar nicht töten können, weil das ist ja unser, der hier immer steht. Wie blöd eigentlich, ne? Aber egal. So. Oh. Guck, und der rennt uns jetzt voll um. Aber wir gehen jetzt ganz schnell rein. Ja. Das ist ja schlecht Wetter. Phasen haben wir hier auf jeden Fall reichlich, ne? So, komm. Rein. Wenigstens einen Hasen haben wir zum Braten. Oh, man sieht ja gar nichts mehr. Kommt sie hier noch nicht mal über die Bahnschienen rüber. Ja. Schöne Musik, schlechtes Wetter. Komm. Rein da. Kommt man kaum vorwärts wieder. Ja, das glaube ich dir. Schlecht. So, komm. So, da sind wir wieder. Wir stehen hier wieder wie am Anfang. Diesmal mit einem Hasen. Yeah, den werden wir gleich braten. Unsere super Fail-Schüsse da. Ich weiß nicht, ob man den hätte schießen können oder nicht. Ob ich zu blöd war zu treffen oder nicht. Auf jeden Fall, das erwähnen wir jetzt nicht mehr. Wir machen hier mal eine kurze Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn wir wieder unseren Hasen braten. So, komm, raus aus dem Sturm.
Und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Ich hoffe, dass das Wetter dann ein bisschen schön wird, dass wir dann schon mal wieder ein paar Sachen in den Staudamm bringen können, klettern können und dann uns aufmachen in die nächste Region. So, aber bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.